Okay, also jetzt geht's worum? Es geht darum, wie der konstruktive Umgang mit KI-Systemen in der Lehre jenseits von Verboten, weil wir haben das schon mal kurz touchiert in den zwei Tagen, dass ja es auch inzwischen innereuropäische Strömungen sogar gibt, dass ChatGPT, ich glaube, das war Italien, das Data Security Center, dass die versuchen, das zu verbieten, wenn das richtig, die Information richtig ist. Also, wie ihr das konstruktiv seht und wie ihr konkrete Ideen habt, wie Studierende und Lehrende KI-Chatbots in ihren Prozessen einsetzen können. Christian Spannagel, wir freuen uns alle total, dass du jetzt den Sack zumachst, Professor für Mathematik und Informatikdidaktik an der schönen PH Heidelberg. Ja, yeah, the floor is yours. Und vielleicht haben wir am Schluss noch ein paar Fragen für dich, obwohl wir schon 10 Stunden hier sitzen oder stehen. Viel Spaß. ChatGPT ist ja Ende letzten Jahres relativ überraschend massiv auch in die Breite getragen worden, hat medienwirksam echt Riesenwellen geschlagen, insbesondere auch im Bildungsbereich, hier beispielsweise bei ChatGPT Hausaufgaben erledigt. Ne? Das hat bei den Schulen, hat die Schulen etwas in Unruhe versetzt. Bei den Universitäten war es ähnlich. ChatGPT schreibt Hausarbeiten, wissenschaftliche Abschlussarbeiten und so weiter. Sind denn überhaupt noch Hausaufgaben möglich in der althergebrachten Form? Also hier ein Beispiel. Schreibe mir eine kurze Zusammenfassung von Goethes Faust in 5 Sätzen und ChatGPT macht einfach eine kurze Zusammenfassung. Faust ist ein Drama von Johann Wolfgang von Goethe, das ist die Geschichte eines Gelehrten namens Faust erzählt, der unzufrieden mit seinem Leben ist und so weiter. Okay, könnte man sagen, naja, kein Problem, ne? Das hätte man auch vorher schon machen können, hätte man googeln können, solche Zusammenfassungen findet man auch überall. Was allerdings sozusagen neu ist und was ein echtes Problem ist, in Anführungszeichen für die Bildungsinstitutionen, ist, dass ChatGPT auch kreative Hausaufgaben erledigt. Also solche Aufgaben stellt man ja vielleicht heute auch gar nicht mehr, sondern man würde vielleicht eine Aufgabe in der Form stellen, schreibe eine Zusammenfassung von Goethes Faust aus der Sicht von Mephistopheles. Ja, und das macht halt ChatGPT auch ohne mit der Wimper zu zucken. Ne? Als Dämon des Bösen in Goethes Faust bin ich derjenige, der den gelehrten Faust verführt und auf die sündige Seite des Lebens zieht und so weiter. Also solche Aufgaben kann ChatGPT auch erledigen, ohne Probleme. Schreibe einen Bericht über den 30-jährigen Krieg aus der Sicht eines damals lebenden kurpfälzischen Bauern. Ja, habe ich mal gemacht. Also das, was da rauskommt, ist wirklich beeindruckend. Also solche Hausaufgaben ist schwierig. Und es hat natürlich die Bildungsinstitutionen in Aufruhr versetzt. Und insofern sind auch die Ersten auf den Gedanken gekommen, KI zu verbieten. Die Ersten war die Stadt New York, die angefangen hat, KI zu verbieten. In den Schulnetzen hat sie, das hat sie aus den Schulnetzen verbannt. Da fragt man sich, was soll das denn bringen? Ne? Also ich meine, dann nutzen die Schüler es halt zu Hause übers Handy und so weiter. Also okay, diese Aktionen des Verbots sind auch eher so erste Akte der Unsicherheit, der Angst, der, keine Ahnung, Unbekanntheit, der Unentschlossenheit, Unklarheit, was man jetzt tun soll und so weiter. Dann verbietet man es halt erstmal. Auch einige Universitäten haben es verboten, insbesondere im Kontext von Prüfungen und so. Also als Erstreaktion vielleicht verständlich, ne, wenn man noch keine Konzepte hat, dann verbietet man es lieber erstmal. Aber es ist natürlich keine langfristige gute Strategie. Ja, wir können an den Universitäten nicht KI verbieten. KI ist gekommen, um zu bleiben. Ab heute wird uns KI unser ganzes Leben lang und darüber hinaus begleiten. Das heißt, wer, wenn nicht die Universitäten und die Hochschulen, sollten sich mit dem Einsatz von KI beschäftigen? Ja? Also mit dem konstruktiven, produktiven Einsatz beforschen, wie man das sinnvoll einsetzen kann, wie man es nicht sinnvoll einsetzt, wo die Grenzen sind des noch zugelassenen Einsatzes und so weiter. Also das ist doch etwas, was wir gemeinsam mit den Studierenden herausfinden müssen. Ja, da helfen Verbote nicht. Wir brauchen keine Verbote, wir brauchen Regeln. Wir brauchen Regelungen an den Hochschulen bis... Also wenn wir sagen wollen, ab welcher Stelle ist denn der Gebrauch von KI missbräuchlich, und das wäre vielleicht eine Stelle, wo man sagt, ich habe eine Hausarbeit abgegeben und ich gebe diesen Text als meinen aus, obwohl ihn eine KI komplett produziert hat, das wäre ein Täuschungsversuch, da würde man vielleicht sagen, okay, das ist missbräuchlich, aber auf der anderen Seite könnte ja auch jemand eine wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben haben und KI dabei produktiv eingesetzt haben, also um sich mal erste Textentwürfe zu erstellen, die dann später überarbeitet und weiterentwickelt wurden, um Impulse zu bekommen, um kreative Impulse zu kriegen, die man weiterführen kann und so weiter. Und das wäre ja vielleicht sogar ein Einsatz, den man sich wünschen würde an den Hochschulen. So, aber wo zwischendrin ist jetzt die Grenze? Ne? Und da sind Hochschulen gefordert, jetzt Regelungen zu erstellen, ab wann, bis wohin ist der Gebrauch sozusagen erwünscht und ab wann ist er unerwünscht oder missbräuchlich sogar. Und das führt aber letzten Endes dazu, dass man sich erstmal darüber Gedanken machen muss, in welchen Kontexten ist er denn gewünscht? Ja, in welchen Kontexten ist es denn sinnvoll, KI einzusetzen? Und das habe ich heute gebündelt mal mitgebracht. Ich habe zahlreiche Beispiele mitgebracht und Ideen, wie man KI
jetzt im Wesentlichen ein Beispiel ChatGPT, aber lasst uns bitte nicht nur darauf fokussieren, das sind jetzt erste Beispiele, aber es gibt ja andere KIs, auch in Zukunft wird es andere KIs geben. Ich knüpfe es jetzt aber mal an das Tool an und daran schon kann man schon sehen, wie viel kreative Möglichkeiten es gibt, KI auch als Lern- und Lehrassistenten einzusetzen an der Hochschule. Ja, KI in der Bildung hat Auswirkungen in drei Bereichen. Das sind so drei Klassiker, ne? Wenn man über Hochschuldidaktik spricht, Lernziele, Methoden und Prüfungen. Und ich klappe jetzt die drei Bereiche einfach mal ab und werfe ein paar Schlaglichter, ne? Also man kann da viel, viel, viel mehr drüber erzählen. Ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele ausgewählt, worüber man, wir haben vielleicht ein paar prototypische Beispiele, würde ich sagen. Ja, gehen wir erstmal in die Lernziele hinein. Und eine Theorie, ein theoretischer Ansatz, der sehr gut passt zu einer veränderten Lernzielsituation, nachdem es KIs auch in Hochschulen gibt, ist der theoretische Ansatz der verteilten Kognition. Den will ich mal ganz kurz erläutern, der ist schon ein bisschen älter hier, von Salomon und Hutchins aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, des letzten Jahrtausends. Verteilte Kognition ist folgende Idee. Also wenn wir so denken, wo finden denn unsere kognitiven Prozesse statt, dann würde jeder sagen, ah ja, die finden bei uns im Kopf statt, ne? Oder im Gehirn, da sind unsere kognitiven Prozesse im Wesentlichen. Der Ansatz der verteilten Kognition sieht das ein bisschen weiter. Der sagt, kognitive Prozesse, also Prozesse der Informationsverarbeitung und der Wissensspeicherung, die finden nicht nur im Kopf einzelner Personen statt, sondern verteilt in einem System bestehend aus Personen, Werkzeugen, Artefakten und so. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich mir eine Telefonnummer in ein Notizbuch schreibe und dann wieder vergesse, dann ist die Telefonnummer nicht in meinem persönlichen kognitiven System gespeichert. Aber Vertreter der verteilten Kognition würden sagen, die Information ist gespeichert im Systemgedächtnis, nämlich im Gedächtnis des Systems Christian Spannagel und sein Notizbuch. Also das System kann sozusagen die Information wieder generieren. Ich habe den kognitiven Aufwand geteilt mit meinem Tool, was ich hier habe. Analoges Beispiel ist Einsatz von Tabellenkalkulationen. Also wenn ich Tabellenkalkulationen einsetze, kann ich beispielsweise hier Zinseszinsentwicklung relativ schnell ausrechnen lassen. Die Tabellenkalkulation kann innerhalb weniger Millisekunden hier alle Rechnungen durchführen, sodass ich die nicht selbst durchführen muss. Also die Rechenknechtarbeit, ja, die habe ich an das Werkzeug übergeben. Und mein kognitives System, mein persönliches, wird dadurch freier für höherwertige Prozesse. Ja, ich kann mich also höherwertigen Prozessen widmen, weil ich nicht rechnen muss. Wenn ich das alles ausrechnen müsste, wäre ich nur mit Rechnen beschäftigt und könnte nicht höherwertige Prozesse verfolgen. Also zum Beispiel mathematische Modellbildung, experimentieren, Hypothesen testen, auf Vermutungen aufstellen und so weiter. Ja, das könnte ich dann nur in sehr beschränktem Umfang machen. Das nennt man Computational Offloading. Also einige Berechnungsprozesse, kognitive Prozesse gebe ich ab an ein Werkzeug, das sozusagen die stupide Rechenarbeit übernimmt und dadurch wird mein kognitives System frei für höherwertige Prozesse. In der Mathematikdidaktik sind wir daran gewöhnt, ne? Wir haben das immer schon, ein erstes klassisches Beispiel war der Taschenrechner. Ja, also der Taschenrechner hat ermöglicht, höherwertige Aufgaben zu bearbeiten, dadurch, dass er eben komplizierte Rechnungen abgenommen hat, aber auch andere Systeme wie interaktive Geometriesysteme und so weiter sind üblicherweise im Mathematikunterricht eingesetzt und da kann man sich über Gedanken machen, welche Aufgabenstellungen werden denn jetzt möglich, dadurch, dass ich ein Werkzeug habe, das bestimmte kognitive Prozesse übernimmt. So, und in dem Kontext, ja, der verteilten Kognition und Computational Offloading kann man auch sehr gut KI-Systeme einsortieren. Ja, KI-Systeme können bestimmte Prozesse übernehmen und ermöglichen es mir dann, in demselben Zeitraum höherwertige gedankliche Prozesse, kognitive Prozesse zu verfolgen. Ja, und das wird natürlich zum Siegeszug der KI in allen möglichen Berufen und im Alltag führen. Also MedizinerInnen werden zukünftig keine Diagnosen, Therapiepläne und so weiter selbst generieren, sondern es wird natürlich von KIs erledigt werden. JuristInnen werden keine Rechtsgutachten aus dem Nichts herausschreiben, sondern KIs werden Rechtsgutachten erstellen. Und die MedizinerInnen und die JuristInnen haben dann vielleicht mehr Zeit zur Verfügung, um Klienten, Patienten und so weiter zu beraten oder andere Tätigkeiten durchzuführen. Idealerweise, ne? Also es könnte auch in eine falsche Richtung schlagen, in eine andere Richtung gehen. Es könnte auch dazu führen, dass es weniger JuristInnen und weniger MedizinerInnen geben wird, die eben mehr Patienten oder Klienten behandeln oder bedienen. So einen Effekt kennt man aus den
aus dem Energiebereich, den nennt man Rebound-Effekt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also wenn zum Beispiel die Autos weniger Benzin verbrauchen, also energiesparsamer werden, dann führt das nicht dazu, dass in der Summe weniger Energie verbraucht wird, sondern es führt dazu, dass die Leute mehr Auto fahren, weil es billiger wird und dann mehr Energie verbraucht wird. Rebound-Effekt oder Bumerang-Effekt, das könnte hier auch eintreten. Okay, das sind sozusagen jetzt philosophische Fragestellungen außerhalb des Bildungsbereichs, aber es ist klar, dass KI-Systeme sozusagen diesen Computational Offloading-Effekt im Kontext verteilter Kognition übernehmen werden in Berufen und im Alltag auch, ne? Also wir werden zukünftig unsere Einladungskarten und so weiter nicht mehr selbst formulieren, sondern es wird als eine KI machen, da wird man anschließend ein bisschen überarbeiten und so. Und kann sich dann eben, hat mehr Zeit, um sich um die, keine Ahnung, Gedanken zu machen um die Gestaltung der Feierlichkeiten oder so. Und da kann man auch wieder KI verwenden und so weiter. Ja, genauso beim Lernen ist sozusagen das natürlich ein großer Vorteil. KI kann bestimmte Dinge übernehmen und wir können dann uns auch Aufgaben, als Lehrende können wir dann Aufgaben stellen auf höherem Niveau und können sozusagen in der Blum'schen Lernzieltaxonomie, wenn man so will, oder überhaupt in irgendeiner Lernzieltaxonomie, können wir zu höheren Ebenen kommen, weil bestimmte Basisprozesse eben übernommen werden können von KIs. Das führt an anderer Stelle vielleicht zu einem Problem, nämlich die Tatsache, dass Studierende dann sagen, ja, warum muss ich denn die Basiskompetenzen überhaupt noch lernen, wenn die KI das kann? Ne? Dazu ist zu sagen, in vielen Fällen werden die Basiskompetenzen trotzdem weiterhin vermittelt werden müssen. Auch der Taschenrechner hat nicht dazu geführt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr rechnen lernen. Ne? Wir müssen weiterhin rechnen lernen. Ich kann den Taschenrechner nur benutzen, wenn ich rechnen kann. Ich muss ja die Rechnung eingeben, ich muss eine Vorstellung davon haben. Ich muss eine Vorstellung von den Prozessen haben, die ich an das Werkzeug abgebe, damit ich es bedienen kann. So, genauso ist ja auch bei KI so, ne? Ich kann ja nicht einfach sozusagen blindlings dem vertrauen, was die KI da liefert, sondern ich muss ja sozusagen auch eine Prüfung vornehmen, den Faktencheck vornehmen, kritisch mit dem umgehen, was da rauskommt, das weiterentwickeln und so weiter. Das sind alles höherwertige Tätigkeiten, die fußen aber natürlich auf den Basiskompetenzen. Ja? Und die müssen weiterhin vermittelt werden, selbst wenn ich Computational Offloading machen kann. Da muss man sich also überlegen, wie motiviert man das? Also ein Ansatz, den ich mal kurz skizzieren kann, ist der Inverted Classroom. Ja? Also die Studierenden, die Schüler sollen die Basiskompetenzen nicht mehr zu Hause lernen und üben und so weiter und anwenden. Weil das führt dazu, dass man da cheatet. Da ist die KI einfach, da ist die Versuchung zu groß, KI zu verwenden. Ja, aber wenn ich die Basiskompetenzen in der Präsenz, also im Klassenzimmer oder im Seminarraum und so weiter, üben und anwenden lasse, dann ist da nicht die Gelegenheit zu cheaten. Aber dann sind die anderen Kommilitonen und so weiter auch da, mit denen ich zusammenarbeiten kann und der Lehrende kann beraten und so weiter. Und das wäre so ein Ansatz, mit dem man sagen könnte, okay, damit wird es uns zukünftig vielleicht auch gelingen, dieses Problem oder diese Angst zu lösen, dass die Lernenden alle zu Hause mit KI cheaten, lasst sie doch in der Präsenz diese Dinge machen, bei denen ihr Bedenken habt, dass sie cheaten. Ja? Und dann kann man da aber auch beraten und gemeinsam lernen, das ist also ein großer Vorteil. Ja, also es wird dazu führen, dass wir weiterhin Basiskompetenzen lernen müssen. Es wird aber zu gewissen Verschiebungen kommen in Richtung höherwertiger Kompetenzen im Sinne von Lernen und Computational Offloading. Und da habe ich jetzt auch ein paar Beispiele mitgebracht, wie man sich dieses Computational Offloading vorstellen kann. Also es wäre eine These, die wir vielleicht auch gleich im Anschluss noch diskutieren können. KI-Systeme erlauben im Kontext verteilter Kognition die Bearbeitung höherwertiger Aufgabenstellungen. Das ist also ein großer Vorteil, der eigentlich alle Lehrenden davon überzeugen sollte, KI-Systeme auch in den eigenen Lehrveranstaltungen einzusetzen. Nicht nur deswegen, sondern weil auch in allen Berufen zukünftig, ne, KI-Systeme eingesetzt werden. Und wenn Studierende in der Hochschule lernen sollen, so zu denken und zu arbeiten wie ExpertInnen ihres Feldes, und wenn die mit KI-Systemen arbeiten, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, als den Studierenden auch den Umgang mit KI-Systemen in der Lehre zu vermitteln. Ja, oder wenn WissenschaftlerInnen zukünftig mit KI-Systemen arbeiten und wenn Studierende lernen sollen, zu denken und zu arbeiten wie WissenschaftlerInnen im Studium, dann müssen sie auch lernen, mit KI-Systemen umzugehen. Das ist eine weitere Argumentationsschiene, weswegen wir KI-Systeme in der Lehre brauchen, und zwar überall. Na, nicht nur in einem Modul KI-Einsatz oder Medienkompetenz oder sowas, sondern na, das wird ja sozusagen überall Standard sein, solche Systeme zu verwenden. Okay, gehen wir mal in den Bereich der Methoden. Jetzt habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, wie man sich das vorstellen kann, also was zum Beispiel Studierende machen können, um KI als Lernassistenten zu verwenden. Hier vielleicht noch ein theoretischer Ansatz, in dem man das einbetten kann, das ist der Personal Learning Environments. Als Lehrender ist man da sozusagen, hat man immer den Blick von den Learning Management Systemen, Moodle und Shut IP und wie sie alle heißen,
Und die Studierenden haben aber eine andere Sichtweise. Da ist sozusagen das Learning Management System nur eines von vielen Systemen, das sie verwenden. Und die haben natürlich ein Set an Werkzeugen, die sie täglich beim Lernen verwenden. Also sei es Webbrowser, keine Ahnung, Notiz-App, Office-Programme, Social-Media-Umgebung, wo sie ihre Netzwerke haben und so weiter. Das heißt, sie haben ein Personal Learning Environment schon entwickelt, das sie auch ihr Leben lang begleiten wird oder weiterentwickelt werden wird, verändern wird und so weiter. Und da werden natürlich KI-Systeme zukünftig auch ein integraler Bestandteil sein. Ja, KI-Systeme werden zum Personal Learning Environment der Lernenden gehören. Das heißt, wir Lehrenden müssen das wissen und müssen das nicht nur wissen, sondern können das sozusagen auch produktiv nutzen. Ja, dass die Studierenden sozusagen also mit ihrem Personal Learning Environment in die Lehrveranstaltung kommen und dann mit den Tools, die sie da verwenden, auch produktiv in der Lehre und in der Lehrveranstaltung arbeiten können. Also warum nicht auch im Seminar in der Präsenz mit KI-Systemen arbeiten und Studierende können dann ihr Personal Learning Environment verwenden und die Aufgaben lösen. Ja? Zum Beispiel, ja, oder, genau, hier vielleicht noch ein kurzer Hinweis. In diesem Sinne habe ich auch mal ganz am Anfang, als GPT so aufkam, und ich war im Forschungssemester, hatte zufällig irgendwie viel Zeit und so, und da habe ich überlegt, wie will ich denn mit meinen Studierenden in meiner Lehrveranstaltung umgehen. Ja, und da hatte ich auch die Idee dieser Personal Learning Environments, wie kann man die nutzen? Und ich habe diese Regeln meinen Studierenden aufgestellt und ihnen auch kommuniziert. In meinen Seminaren sind alle Medien erlaubt, auch KI-Systeme und so weiter. Bei allen Aufgaben ist prinzipiell erstmal immer alles erlaubt. Weil ich will, dass die Studenten einfach die Werkzeuge nutzen, die sie nutzen wollen, aber mit dem Hinweis, dass sie ihre Arbeitsergebnisse verantworten. Das heißt, wenn da ein Fehler in dem Produkt ist, dann ist nicht die KI schuld gewesen, sondern sie sind schuld gewesen, weil sie nämlich nicht genug geprüft haben, was da rausgespuckt wurde aus der KI. Sie müssen auch immer alles angeben, also sie geben verwendete Hilfsmittel an, möglichst große Transparenz und bei KI-Systemen vielleicht auch den Prompt angeben oder so, muss man überlegen, wie man das geschickt macht. Aber dass wir auch voneinander lernen, wie man diese Werkzeuge nutzen kann, um zu diesen tollen Ergebnissen zu kommen. Und fünf, es gibt aber auch keine Regeln ohne Ausnahmen. Das heißt, es gibt Aufgaben, bei denen verbiete ich sozusagen einige Werkzeuge. Also beispielsweise beim Erwerb von Basiskompetenzen, also wenn jemand rechnen lernen soll, werde ich den Taschenrechner verbieten. Oder wenn jemand geometrische Konstruktionen anfertigen soll, dann werde ich nur Zirkel und Lineal erlauben und nichts anderes. Das begründe ich dann aber. Also ich nehme mich sozusagen die Begründungspflicht. Bei dieser Aufgabe dürft ihr nur diese Werkzeuge verwenden wegen Punkt, Punkt, Punkt. So stelle ich mir vor, wie man sinnvoll mit KI in der Lehre arbeitet. Ja, und Studierende sollen KI-Systeme als Chat, als Lernbegleiter oder Lernassistenten verwenden. Und hier ein paar Beispiele. Also Studierende könnten ja zum Beispiel, wenn sie eine Schreibblockade haben, ein KI-System fragen und bitten, mal einen ersten Textentwurf zu liefern. Ja, diesen Textentwurf muss man überarbeiten, inhaltlich prüfen, weiterentwickeln und so weiter. Aber es ist doch viel besser, erstmal von so einem Vorschlag anzufangen und den weiterzuentwickeln, als von nichts anzufangen. Ja. In manchen Situationen mag es Lernziel sein, dass man von nichts anfängt. Dann werde ich in diesen Situationen eben sagen, okay, jetzt bitte keine KI. Aber das ist doch nicht immer und überall der Fall. Ja, dann, da geht es ja in vielen Situationen geht's ja um ganz andere Lernziele. Und da kann das sozusagen entlasten, damit ich höherwertige Aufgaben erledigen kann, um die es eigentlich geht in der Situation. Ja, oder Studierende können einen eigenen Text zusammenfassen lassen. Also zum Beispiel fasse folgenden Text in drei Sätzen zusammen und dann den eigenen Text da reinkleben. Und dann wird fasst die KI sozusagen den Text zusammen. Könnte man vielleicht verwenden, um zu prüfen, ob die Kernideen, die man in den Text gegossen hat, ob die auch tatsächlich rüberkommen. Ja, Studierende können sich individualisierte Lernmaterialien erstellen. Das ist etwas, was mich immer begeistert. Also hier zum Beispiel mal habe ich mal Lernenden gespielt, ne, und habe gesagt, also welche verschiedenen Arten von künstlicher Intelligenz gibt es denn? Und dann kommen hier ein paar Antworten von ChatGPT, kein Problem, es gibt nur die drei, vier, fünf Arten. Ne? Und dann habe ich aber Punkt 2 nicht verstanden. Und dann sage ich, Punkt 2 habe ich nicht verstanden, kannst du ihn mir näher erläutern? Oder ChatGPT natürlich den Gesprächsverlauf kennt, weiß er auch, was Punkt 2 war und so. Und dann erläutert mir das näher. Aha, kannst du mir das bitte nochmal einfacher erklären und so. Das heißt, ich kann im Dialog mit der KI, kann ich mir individualisierte Lernmaterialien erstellen. Und beispielsweise im Inverted Classroom, wenn ich mich vorbereite auf die Präsenzsitzung oder so, kann ich mit so einem Learning Buddy oder so, ne, dann kann der mir die Sachen erklären, die ich vielleicht aus dem Skript oder Lehrbuch oder so nicht verstanden habe. Und ich kann mir Lösungen erklären lassen. Ne? Ich kann zum Beispiel hier eine Lösung, ich habe jetzt irgendwie eine binomische Formel einfach reingeklebt als Beispiel. Ne? Bitte erkläre mir folgende Gleichung, habe ich nicht verstanden, und dann erklärt die KI diese Gleichung. Ja? Der eine braucht vielleicht die Erklärung, der andere braucht die Erklärung nicht. Also gebe ich als Lehrender nicht die Erklärung allen oder so, sondern die kann man sich ja dann selbst ziehen sozusagen aus der KI, wenn man eine braucht.
Und was mich total vom Hocker reißt, haut, ja, ist individualisiertes Feedback. Bislang war es ja so, dass man individualisiertes Feedback, also jeder kann zu jeder Zeit Feedback bekommen zu seinen Lernergebnissen. Das hat man immer bislang gedacht, okay, das kann man mit Multiple-Choice-Aufgaben machen, das ist kein Problem, das kann man ja automatisieren und so. Aber Freitext, boah, nee, also da muss schon der Lehrende ran. Ne? Und ich denke, die Zeiten sind vorbei. Es zeichnet sich schon ab, dass das auch KI sehr gut kann. Also ich habe hier zum Beispiel einen Code geschrieben in Python und da ist irgendein Fehler drin. Ne? Ich finde aber den Fehler nicht und den Fehler zeigt mir natürlich ChatGPT und erklärt mir auch, wie es richtig geht. Und dann sage ich, okay, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Warum muss es A Modulo B heißen und nicht B Modulo A? Und dann erklärt er mir auch das. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt in meinem Lernprozess bekomme ich individualisiertes Feedback. Das ist natürlich eine Riesenchance für Diversität und Inklusion. Ne? Also man kann individualisierte Lernmaterialien erzeugen, individualisiert Feedback bekommen. Klammer auf. ChatGPT ist da nur zum Teil geeignet, weil natürlich immer noch inhaltliche Fehler drin sind. Das heißt, ich muss natürlich, wenn ich dann mit ChatGPT zum Beispiel als Beispiel arbeite, muss ich auch immer noch bewerten können, ob das, was da kommt, richtig ist. Und wenn ich selbst Lernender bin und nicht so genau weiß, was richtig ist, dann das zu bewerten, ist natürlich schwierig. Ne? Aber es zeichnet sich ja auch ab, dass KIs da leistungsfähiger werden. Und ich glaube, die Richtung ist schon vorgegeben. Ne? Also das wird schon in diese Richtung gehen. Ist allerdings auch eventuell ein Nachteil. Ne? Also es könnte auch der Scheren-Effekt eintreten oder der sogenannte Matthäus-Effekt. Dem, der hat, dem wird gegeben. Also die Guten werden besser, die Schlechten werden schlechter, weil die Guten auch die KI-Systeme besser nutzen können und die Schlechten die KI-Systeme nicht so gut nutzen können. Aber das ist ein Grund mehr, KI-Systeme in der Lehre einzusetzen, damit eben das Gap nicht aufgeht, sondern damit das Gap zugeht. Ja? Also wir müssen es in der Lehre einsetzen, gerade um die schwächeren Lernenden dabei zu unterstützen, diese Systeme auch zu ihrem Vorteil einzusetzen. Ja, also These Nummer 2, Studierende werden zukünftig KI-Chatbots kontinuierlich permanent als Lernassistenten und Lerntutoren verwenden. Und dementsprechend müssen natürlich auch Aufgaben gestellt werden. Das muss man sozusagen wissen. Als Lehrender darf man nicht so tun, als gäbe es das nicht. Ja, aber auch Lehrende, also das Thema des Vortrags heißt ja KI als Lern- und Lehrassistent, auch als Lehrende können wir das super verwenden. Beispielsweise zur Differenzierung, also unterschiedliche Lernende bedienen. Ja. Ich habe hier ein Beispiel in meiner Veranstaltung, Einführung in Informatik, sollen die Studierenden rekursive Funktionen programmieren, gib mir 3 Aufgaben für die Studierenden mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, leicht, mittel, schwer, bam, 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 Leichtaufgabe, mittlere Aufgabe, schwere Aufgabe, ja, und wenn man sich durchliest, ist tatsächlich auch so und könnte man auch genau so als Aufgaben stellen. Quizaufgaben kann man sich erstellen lassen, ja. Ups. Aber dazu musst du zuerst... Das ist mein KI hier angegangen, ah, okay. Also ich möchte einen Multiple-Choice-Quiz erstellen zu einem bestimmten Thema. Gib mir bitte 5 Fragen mit jeweils 4 Antworten aus, von denen jeweils nur eine Antwort richtig ist. Zack, ne, Quizaufgaben. Möchte ich nicht selbst von mir aus erstellen, sondern habe ich schon mal einen guten Anfang. Also ich habe es mal gemacht, viele von den Antworten, aber bei manchen Fragen waren alle 4 Antworten falsch. Da muss man sozusagen ein bisschen kontrollieren und gucken und so weiter. Aber klar, überarbeiten muss man immer, prüfen muss man immer. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine super Hilfe und Arbeitsentlastung. Prüfungsaufgaben erstellen. Gib mir 5 Prüfungsaufgaben vom Thema Gamification aus. 1, 2, 3, 4, 5. Super Aufgaben, ja. Also muss man vielleicht überarbeiten, aber ein toller Anfang. Generiere mir 5 Prüfungsfragen zu folgendem Text. Text aus dem Skript reinkopiert. Gib mir hier 5 Prüfungsfragen aus. Gib mir ein Bewertungsraster für Aufgabe 5 aus. Du hast mir gerade hier Aufgabe 5 erstellt, ne? Gib mir ein Bewertungsraster aus. Gerne. Hier ist ein mögliches Bewertungsraster für Aufgabe 5. Klarheit und Angemessenheit der Zielsetzung. 20%. Sind die Ziele des Projekts klar und spezifisch formuliert? Sind sie relevant und angemessen für die Zielgruppe? 2. Original und Kreativität. 20% und so weiter und so weiter. Ne? Also da werden Bewertungskriterien vorgeschlagen. Das ist super Arbeitsentlastung und Hilfe für jemanden, der sozusagen was bewerten muss. Und es wird natürlich auch darauf hinauslaufen, dass wir irgendwann mal anfangen, die Prüfungsergebnisse der Studierenden vorbewerten zu lassen von KI. Ja? Also die Freitexte gibt man rein und lässt es bewerten. Bitte nicht bei ChatGPT machen, da haben wir Datenschutzprobleme, ja, aber naja, zukünftig wird das wahrscheinlich so sein, dass man da Systeme zur Verfügung hat. Also, gib mir eine Veranstaltungsbeschreibung für ein Seminar Didaktik der Roboterprogrammierung aus. Gerne hier Titel, Kurzbeschreibung, Inhalt, Zielgruppe, Lernziele, Methoden, Dauer, Abschluss. Ne? Innerhalb weniger Sekunden habe ich eine ganze Veranstaltungsbeschreibung. Die muss ich überarbeiten, klar, aber es ist doch eine Riesenhilfe, erstmal sowas zu haben. Ne? Also für alle, die Modulhandbücher schreiben müssen und so weiter, nutzt das. Also auch die These, Lehrende werden zukünftig KI-Chatbots als Werkzeuge zur Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen nutzen. Also, all das, was ich gerade vorgestellt habe, ne, das ist komplett konträr zu, lasst uns das verbieten in der Hochschule.
sondern wir müssen ja mal ein bisschen in die Zukunft gucken und gucken, wie wird das wahrscheinlich genutzt werden und das vorbereiten und jetzt entwickeln gemeinsam. Gehen wir aber noch in den letzten Bereich Prüfung. Wurde viel gesprochen über Hausarbeiten und alles Mögliche und die Schwierigkeiten. Das will ich jetzt nicht machen, sondern ich will nur einen Aspekt hervorheben, der jetzt passt ganz gut zu dem Lern-Lernassistenten. Wenn die Studierenden lernen sollen, mit KI-Systemen umzugehen, also wenn das ein Lernziel ist, dann muss ich es auch prüfen. Ja? Ich kann da nicht die Prüfung machen und da ist KI verboten, wenn sie doch lernen sollten, KI zu arbeiten. Das heißt, ich muss also Prüfungen erzeugen, in denen auch KI verwendet werden kann. Dann kann man sagen, wie kann man das machen? Aber das ist doch alles alter Hut. Ja, ich meine, das hatten wir auch schon in der Mathematik gehabt, mit dem Taschenrechner. Ne? Es gab immer schon auch Prüfungen, denen war zum Beispiel in der ersten Hälfte der Taschenrechner erlaubt, in der zweiten Hälfte nicht. Und genauso könnte man es auch mit KI-Systemen machen. Da würde man auch sozusagen auch die Systeme entsprechend abprüfen. Letzter Satz noch. Wir brauchen einen Wertediskurs in den Hochschulen in diesem Kontext auch. Also auch, wir müssen auch ethische und ökonomische Fragen hier mit einbeziehen. KI-Systeme werden ja auch zum Teil beispielsweise trainiert mit Menschen in prekären Arbeitssituationen und so weiter. Wir müssen uns fragen, ob wir dieses System in der Hochschule nutzen sollen. Und auch dieser Frage sollten wir uns widmen. In diesem Sinne, lasst uns proaktiv und kritisch reflektieren, den Einsatz gemeinsam mit unseren Studierenden üben. Und wenn ihr da noch ein paar Infos braucht, wir haben jetzt gerade vom KI Campus aus in einem kleinen Team einen tollen Online-Kurs erstellt, Sprachassistenten als Chance für die Hochschullehre. Das ist also ein hochschuldidaktischer Kurs, der verschiedene Aspekte beleuchtet. KI-Systeme generell, hochschuldidaktischer Einsatz, Prüfungen und wissenschaftliche Schreiben. Die ersten beiden Module sind schon fertiggestellt, kann man sich kostenlos anmelden und könnte schon mal mitmachen und da sozusagen nochmal tiefer eintauchen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit, um ein bisschen zu diskutieren. Mir fliegt der Kopf und zwar beide Gehirnhälften. Vielen Dank. Okay. Ich möchte, dass Britta diese wunderbaren 2 Tage noch beschließen kann. Deswegen, ich will jetzt eigentlich keine Fragen mehr stellen. Ist aber ein ganz toller Diskurs im Chat. Und dir fliegen die Clapping Hands und die Herzen und die Raketen nur so zu. Aber eins, ich will es nur ganz kurz zitieren. Die einen sagen, welche Basiskompetenzen, zu den Basiskompetenzen kommen da noch mehr Kompetenzen dazu? Was lässt man dann weg? Die nächsten Fragen, wie zuverlässig sind die Inhalte der individualisierten Lernmaterialien? Und die dritte Frage ist, da geht's ganz viel auch um ChatGPT und Vorschläge, wie man damit umgehen kann und so weiter, nach dem Motto, das kostet. Wenn es die richtig guten Tools sind, dann kostet das. Das hatten wir eben auch schon im Lightning Talk. So, kannst du in 3 Sätzen jetzt ganz kurz auf diese 3 Fragen antworten? Ja, genau. Also, erste Frage, welche Kompetenz ist mir leck und so weiter? Lasst uns diese Chance nutzen, jetzt endlich mal die Curricula zu entrümpeln. Ja, klar, also wir müssen sozusagen mal uns die Frage stellen, was ist denn wirklich wichtig an Kompetenzen? Und da fallen dann ein paar Basiskompetenzen vielleicht weg und ein paar bleiben bestehen und so weiter. Ein paar höherwertige Kompetenzen kommen dazu. Wir müssen die Curricula ins 21. Okay. Jahrhundert führen. Digital. So, Punkt. Erste Frage beantwortet. Erstens. Zweitens genau. War Zweite. Die Kosten. Also, richtig gut kostet auch. Ja, wir brauchen halt Campuslizenzen. Wir müssen die Hochschulen halt finanzieren. Dritte Frage? Okay, dritte Frage. Dann war hier noch was mit Prüfungsämtern. Da schrieb jemand, jetzt lasst uns nicht von hinten den ganzen Sack wieder aufmachen und die U-Kurve wieder nach unten nehmen. Also, Prüfungsverordnung. Das, was du ja gerade auch gesagt hast, wir müssen im Prinzip ja alles umkrempeln. Mhm. Aha. Ja, klar. Also, die Prüfungsämter zu dem, was du sagst? Ich habe keine Ahnung, ich habe mit den Prüfungsämtern nicht drüber gesprochen. Also umkrempeln finde ich übertrieben, wir müssen es weiterentwickeln. Wir müssen es weiterentwickeln und fit fürs 21. Jahrhundert machen. Und ein paar Sachen können wir weiterhin machen. Schriftliche Klausuren werden weiterhin möglich sein, in Präsenz, mündliche Prüfungen werden möglich sein, Hausarbeiten müssen wir uns das überlegen und so weiter. Und einfach weiterentwickeln mit Vernunft in die Zukunft blicken. Okay, allerletzte Frage, ein Satz. Zuverlässigkeit der individualisierten Lernmaterialien in deinem System? Ist bei ChatGPT noch nicht gegeben und ich warte auf die Systeme, die besser werden. Und es gibt aber auch schon, in der Universität Hohenheim wurde ein System entwickelt, das schon in die Richtung geht, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Aber ich glaube, wir werden Systeme haben, die vielleicht auch fachspezifischer sind und aber auch verlässlicher in den Informationen. Und dann kann man das einsetzen. Christian, schön, jemanden mit Tempo zum Schluss dieses reichhaltigen Tages erlebt zu haben. Tausend Dank für diese Impulse. Hohenheim ist heute schon öfter gefallen, wird uns, glaube ich, in Zukunft auch beschäftigen. Tausend Dank zu dir nach Heidelberg. Viel Spaß weiterhin. Danke für diese zahlreichen Danke Impulse. Auch an euch. Danke. Tausend Dank. Ciao. Tschüss.